okay to feel alone. Usually why? It's okay to feel alone. Wisst ihr eigentlich schon irgendwas über das Stück? Oder noch nicht, ne? Unser Thema wird sein Melancholie. Ja. Und das Stück heißt Melancholia. Und ist eine Art Musiktheater, aber der Untertitel ist eine Show gegen die Gleichgültigkeit des Universums. When will I be famous? Diese Melancholie hat ein ganz starkes kreatives Potenzial. Wir sind jetzt hier in der Tryout-Phase. Das heißt, im Moment sind wir eigentlich im Status Materialgenerierung. Also wirklich an dem Punkt, wo man sagt, was ist eigentlich unser Material und wie können wir das anordnen? Was ich mit Melancholie verbinde, ist ja sowas wie singende Säge. Ich könnte mir vorstellen, ich habe für den Paul gestern, wir haben mit seinem E-Bass, dass er so einen Synthesizer spielt, ja, der eigentlich so eine Art Intro macht. Ja, das ist Paul mit seinem Bass. Wir haben so einen Sound gefunden, der so ähnlich klingt. Und ich suche dafür etwas, also so Klänge. Ja. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man das Intro sehr lang macht und mit euch verbindet. Mhm. Dass ihr eigentlich so eine Welt seid und er ist eine Übergangswelt. Ja, das ist eine gute Idee. Das könnte gut funktionieren. Aber das finde ich finde es ein super schönes Bild auch. Habt ihr es mal gesehen, euch nebeneinander? Oh, wie süß. Gleich zu Anfang ist zu betonen, dass die melancholische Gestimmtheit nicht das Gleiche und nicht einmal etwas Ähnliches ist wie die Traurigkeit des Gesunden. Also das hier finde ich ganz schön, das war so eine Szene, da weiß ich noch nicht. Aber worum es eigentlich geht mit diesem, was ich mit dir machen möchte, ist eigentlich Stimmen aufnehmen und ich würde die gerne klonen mit einer künstlichen Intelligenz. Ne, es gibt so ein Verfahren, wo man Stimmen klonen kann. Das heißt, ich kann dann irgendeinen Text reinfüttern und es klingt aber wie du. Und die Frage ist, ob wir eine Schreistimme auch machen können. Aber ich brauche mindestens 10 Minuten Material, wenn du kannst, also wenn du fit bist. Cool. Here is the language of life. The language of you. I hereby verify that I'd like to create speech that sounds like my voice. Super. Hier sehen wir eigentlich das Initialbild des ganzen Stückes, Melancholia von Albrecht Dürer. Also es gibt dieses Wesen, was oftmals weiblich konnotiert worden ist, die Melancholie. Also dieses Wesen, was eigentlich in die Ferne schaut und sinniert oder grübelt. Und ich frage mich auch immer, was ist eigentlich dieser Klang von diesem Bild? Ich spiele dir mal was vor, weil ich habe jetzt so ein Intro mit E-Bass, der wie ein Synthesizer klingt. Und dass das Ensemble immer wieder, weißt du, wie so eine Welle reinkommt. Finde ich von der Richtung eigentlich ziemlich cool. Also wenn du eigentlich eher immer aus so einem Gestus herausspielst, weißt du, also was sehr Eckiges eigentlich im Vergleich. Hier sieht man so ein Gesamtbild der Bühne. Man sieht diese 3 Screens, die wie Fenster nach draußen sind. Also wir sind so inside the box oder in der Melancholie. Und das ist eigentlich ein bisschen wie so eine Show gedacht, die so 3 Bühnen hat. Cindy Sherman hat sich ja ganz oft so in so eine ganz komische Künstlichkeit verkleidet. Ne? Mhm. Und deswegen bekommt ihr auch Perücken, die euch zu sowas sehr Künstlichem machen. Aber die Klamotten, die ihr anhabt, sind eigentlich wieder ganz normal. Ne? Aber diese Hüftbewegung mache ich die ganze Zeit. Genau. Geht das? Ja, ja. Das ist anstrengend. Nee, das tut ganz gut.
Es geht um diese Anfangsszene und ihr seid auf dieser Bühne verstreut und jeder dreht sich so ein bisschen um sich selber und ihr posiert, also du würdest eigentlich quasi posieren mit deiner Flöte wie eine Statue. Ja, okay. Das Erleben des Melancholischen ist kaum mit normalpsychologischen Kategorien zu erfassen.